Hallo, freut mich, dass du mich bei meinen Abenteuern hier in SnowRunner begleitest. Ja, hier zurück beim Holztransport und ich gucke, dass ich den Azov jetzt hier rausbringe. Fahr dann mit dem Mastodon hinterher. Nur da vorne scheint es wieder besser zu werden. Oder auch nicht. Na gut. Ohne Winde geht es nicht. Naja, aber bei so einem Morast kann man gerne mal die Winde einsetzen. So, der Azov schlägt sich gut hier mit seinem Anhänger. Hier bin ich noch nicht aus dem Schlamm draußen. Oh, hier geht es ganz schön tief am Absaufen. Weiß nicht, ob ich hier den Mastodon schon anhängen sollte oder nicht. Ich meine, er würde wieder schieben, wie in letzter Folge. Und wenn er dann zu weit schiebt, dann ist es auch blöd. Na komm schon. Es geht noch ohne Winde voran. Mit wird es vielleicht ticken schneller. Wow, ich will. Wow, 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 wow. Ticken schneller ist nicht gut, habe ich so das Gefühl. Gar nicht gut, ein Ticken schneller. Wenn wir mal den Sicherheitshaken anbringen. Hoffen, dass sich der Anhänger nicht in diesen blöden Masten verkeilt. Nein, das passt. Okay, wenn wir hier durch sind, können wir, glaube ich, den Mastodon ranholen. Dann haben wir vielleicht wieder ein bisschen normalen Weg vor uns. Obwohl hier, glaube ich, gar nichts Normales. So, aber ich hole den jetzt trotzdem mal ran. 77 Liter Sprit noch. Oh, das wird eng. Der Mastodon hat ja Gott sei Dank Sprit dabei. So. Dann mal raus aus dem Morast, mein Guter. Mal auch da durch. Ich fahre ein bisschen hier außen. Vielleicht nicht die gleichen Fahrspuren benutze. So, was bringt. Hier muss ich ja doch wieder in die Fahrspur rein, also... Na gut. Hätte sein können. Aber ein bisschen extra Sprit hat der dabei. Und der Tatarin steht noch da vorne. Der hat auch noch Sprit. Aber wenn nicht gleich nach dem Portal eine Tankstelle kommt, glaube ich, muss ich da mal Tankfahrzeug hinfahren. So, langsam machen. Okay, so, wir sind dran. Sorry. So, wir haben angehängt. Dann geht's langsam weiter. Schon wieder so verdächtig. Okay. Weiß nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Hinten oder vorne? Ja, der Mastodon schiebt schon wieder. Ich glaube, fast bis zum Tatarin reicht es mir nicht mit dem Azov. So, erstmal mit der Trackschnauze hier den Dreck aufwühlen. Ja, der Mastodon schiebt schon wieder. Na, bleib mal stehen da hinten. Nicht, dass mir der den Hänger umwirft. Ich habe keinen Kran dabei. Das wäre da nicht so schön. Wenn er extra auch noch mit dem Kranfahrzeug hierher kommen müsste. Im Moment, ich muss hier abbiegen. Nicht von der Fahne verwirren lassen. Das ist auch so eine Erkundungsmission, die ich ja auch noch habe. Okay, da kommt die T
Tiefschneezone. Ich glaube, hier fahre ich doch einzeln durch. Oh, wer hat den Mast da hingelegt? Den Masten da vorne kenne ich, ja. Ich hoffe, da geht's so drüber. Na, komm schon. Oh, wow, 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 wow. Schaffe ich es bis zum Tartarin? Hier wird es auch noch mal so. Ja. So, irgendwas habe ich mir schon vorgestellt. Da außenrum geht es auch nicht. Hier geht leider nichts zur Seite, ne? Weder der blöde Baum noch... guter Rat teuer. Ja, genau. Also mit dem Truck könnte ich vorbeikommen, wie es mit dem Anhänger aussieht, bin ich mir nicht so sicher. Und wie ich hier mit Mastodon durchkommen soll, für den ist es zu eng. Der fährt auch nicht einfach den Baum so rum. Die sind dann leider doch stabil. Ich hab's da echt durchgeschafft, wow. Puh. So, hier können wir mal auftanken. Motor ausmachen. So, wir haben den Gepäckträger noch. Wir nehmen am besten alles mit, ja. Also, ich habe im Arzt ja auch noch den Radar drin. Habe ich so als extra Spritkanister unterm Sitz mitgenommen. Sorry. Dann lasse ich das vom Tartarin. Und mach den leer. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich mit dem Mastodon da durch? Ich fahre noch einen Schritt nach vorne. Wie komme ich mit dem da durch? Ist hier irgendein anderen Weg? Ich verballere hier meinen ganzen Sprit. Gott sei Dank hat der Kanister oben auf dem Dach. Das Licht bringt auch nicht mehr viel. So, komm schon, hoch da. Ich mach's trotzdem an. Auch an dem Ding irgendwie so eine kleine Ausweichstrecke oder naja, so ein. Ich habe hier schon Probleme in der Postmahlzeit. Und den kleinen Baum da vorne, den können wir knacken. Den großen nicht. Ja, das ist ja. Zieht sich ja. Boah, ey. Kann man denn hier die Masten so blöd hin? Hätte am wenigsten Reparaturauftrag geben können. Man soll die Masten erst reparieren und dann da langfahren. So. Jetzt wird's knackig. Kann ich hier zwischen... Ich kann doch hier zwischendurch, oder? Das ist doch breiter wie zwischen dem... Mast und den Baum. Na. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja gut, den kleinen Baum da vorne können wir umfahren. Ja, ich komme hier nur nicht. Ne, also mit dem Mastodon komme ich hier nicht durch. Besten Willen nicht. Nur hier irgendwie. So, ich versuche es hier lang. Okay,
sehen, ob ich da durchpasse. Über den Baum drüber wird es, glaube ich, nicht gehen. Das könnte passen. Die Spiegel könnten ein bisschen hängen bleiben, aber Schaden nehmen. Nicht gut. Ah, die wollen mich doch trollen, oder? Ich muss hier durch. Egal wie. Komm schon. Zieh die Schnauze rum von dem Ding. Aha. So geradeaus. Noch ein bisschen. Na? Jetzt hänge ich hier. Wer hat denn das da hinten reingezogen? Das ist doch hier. Und zieh ihn raus ein bisschen. Ist nur an diesen zwei Bäumen noch vorbei. Aha. Da. Wo ein Wille, da ein Weg. Wow, ich glaube, da hätte es bestimmt einen einfachen Weg gegeben, aber na gut. Puh, mit den einfachen Wegen habe ich es ja nicht so, ne? Irgendwie. Oder ich sehe sie halt einfach nie. So, nee, nicht zu nah ran. Lieber ein bisschen mehr Abstand, obwohl... Nee, egal, er wird dann schon wieder schieben. Puh. Okay, das erste Hindernis haben wir hinter uns gebracht. Puh. Und zwar mal heftigst. Ja, dann weiter hier. Na, 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 na. Nicht gut. Nicht gut. Puh, so. Jetzt aber. Ich wollte einen größeren Ranus nehmen für den Mastodon. Ich befürchte, das könnte so zu eng sein. Oh, nee, das geht. So, und der Arzov macht hier den Schneepflug für uns. Oder auch nicht mehr. Ich denke, der Mastodon wird wieder anschieben. Genau. Vielleicht doch im schnelleren Gang, nicht dass er mir den Hänger wieder umdrückt. Hier rechts vorbei oder links vorbei. Ich glaube, beides gleich bescheiden, oder? Solange der Mastodon da hinten fleißig mithilft, geht das doch. Jetzt will ich hier die Bäume da unten angucken. Ist hier echt tiefer Schnee, aber Gott sei Dank sinken wir doch nicht ganz so weit ein. So, der Mastodon, hilft das, was er schiebt, oder eher nicht? So, ich schalte ihn mal aus. Dass ich vielleicht den Hänger und Ticken. Die Winde hat ja noch ein bisschen Länge. Ne, so geht's nicht mehr. Okay. Puh, ja, das ist. Hier habe ich mir wieder ganz klasse Weg ausgesucht. Irgendwann müssen wir ja mal darüber auf die Karte. Du und ich und unsere Trax. Und ich will ja auch noch sehen, was uns da so erwartet da drüben. So wie schon in den Kommentaren stand, wird es kein Spaß werden. Also weniger wie hier. Obwohl ich das hier eigentlich relativ gut fand. Bis daher. Wo hebt's denn jetzt?
Einfach im Schnee, ja? Na gut. Da werden wir schon noch durchbeißen da. Sonne wird, glaube ich, kommt wieder ein bisschen fester. Also festgefahrener Schnee, sozusagen. Wo müssen wir da auch hinkommen? Ich denke mal, mit dem Mastodon wird es dann einfacher hier sein. Ein bisschen. Hoffe ich. Der Bart juckt schon wieder. Müssen wir mal rasieren. So, geht's mit ein bisschen höherer Drehzahl voran? Ja. Es geht. Na, da links drüben sehe ich schon das Portalsymbol, aber bis dahin haben wir noch ein Stück. So. Schön anhalten, diesmal Motor abstellen. Und ich glaube, den Mastodon, da habe ich natürlich, doch, habe ich ausgemacht. Ah, der ist von alleine ausgegangen, okay. War auch nicht schlecht. Der hat noch 120 Liter, na gut. Dann fahren wir noch ein Stück vorm Nachtanken. So, ein bisschen weniger Drehzahl und dann passt das. Okay, guck, meine Katze hinter mir hat schlecht geträumt, glaube ich. Ist da aufgesprungen. War ein bisschen geknurrt. So, komm schon. Für dich brauche ich noch keine Seilwinde jetzt hier, oder? Na also. Der kann das. Er ist groß und stark und mächtig. Und vor allem breit. Wie wir ja vorher gesehen haben. Also zwischen Bäumen durchmogeln ist mit dem nicht. Ich bin immer noch über erstaunt, dass das vorher geklappt hat. So. Und wieder umsteigen. Also der Fahrer hier rennt heute von einem Truck zum anderen. Und das bei dem Wetter. Nicht schön für ihn, aber da muss er durch. Und was halt immer noch blöd ist, der Mastodon fährt halt im Automatikgetriebe. Und ich fahre hier halt nur im Lastgang Plus. Deshalb hängt er immer an meinem Anhänger hinten dran. Ich glaube... Oh, jetzt geht er ein bisschen... Bleibt er ein bisschen zurück. So... Nächste schöne Stelle. Ich probiere es mit dem angehängten Mastodon. Wie gesagt, ich probiere es. Ob es was wird. Mich überraschen, wie schräg ist es hier. Sehr schräg. Da müssen wir doch hier runterfahren. Kommt der Mastodon an dem Masten vorbei? Ja, er hat sich vorbeigemogelt. Sehr gut. Hier halten uns die Steine. Und jetzt? Das Loch möchte ich nicht fahren. Oben fahren ist auch nicht. Oder so ganz hoch. Ich hänge den Mastodon doch mal ab. Und probiere es da oben lang. Ganz langsam. Kleinsten Gang. Wenn ich da in das Loch abrutsche, das ist nicht schön, glaube ich. Dann war es das mit der Holzlieferung. Habe ich so die Befürchtung, dann muss ich hier erst einen Holzladekran wieder anschleppen, wenn ich Pech habe. Das möchte ich gerne vermeiden. So, Straße, hurra!
und nochmal umsteigen. Also das ist ja hier die Umsteigefolge. Gut, wenn das mit dem Mastodon genauso gut klappt wie gerade eben mit dem Azov, dann schaffen wir es, glaube ich, tatsächlich noch zum Portal. Das wäre ja mal was. Ich bin ja neugierig, wo das Umspannwerk in die Mandra ist, wie weit ich da noch vor mir habe. Den Weg. So, ich hoffe, ein letztes Mal umsteigen. Oh, ich habe nicht geguckt, wie viel Sprit der Mastodon jetzt noch hat. Naja, naja. Die paar Meter wird es noch reichen, oder? Habe ich jetzt hier ausgemacht? Ne, jetzt habe ich... Ich bin schon ganz... So, starten. Ich hatte den Mastodon ausgemacht. So, die Winde ist noch dran, okay. Dann... Jawohl, er fährt mit. Sehr gut. So, kurz vorm Ziel hier noch komische, wirre Sachen machen. Wir müssen ja auch noch lange Stämme darüber fahren. Also, wie das noch werden wird, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich da mal mit dem Tatarin oder mit einem anderen Fahrzeug noch vielleicht einen anderen Weg auskundschaften. Bin mir nicht sicher, ob ich den Weg nochmal fahren will mit langen Stämmen. Aber nun gut. So. Nächste Aktion bitte und einmal rüber nach Imandra. Oh, Brückenreparatur. Puh, bin ich ja neugierig, was hier jetzt auf uns zukommt. Okay, wir sind angekommen. Das erste Mal auf Imandra. So, dann werde ich die zwei Fahrzeuge hier mal auseinanderziehen. Und schauen, wo der Weg uns hinführt. So, da steht der Mastodon. Mach mal den Motor aus und schauen wir mal die Karte hier an. Puh, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, war klar. Und wo ist denn mein Umspannwerk? Ach je, Gottes Willen. Also die zwei Trucks habe ich schon mal drüben, aber ich glaube, es wird nichts helfen. Wir müssen hier eine Runde aufklären. So, hier im Bubble-Radar ist ja kein Sprit mehr. Das tanke ich leer. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich... Okay, das geht nicht. In den Mastodon ein Radar eingebaut habe. Ich habe. Gut. Dann fahre ich mit dem mal ein paar Schritte nach vorne. Und werde mal Lucky Lucky machen, wenn ich hier vorbeikomme, vorausgesetzt. Dass ich zumindest ein bisschen was sehe. Ich glaube, hier komme ich nicht vorbei, ne, oder? Ne, gut, egal. Ich kläre jetzt einfach mal hier kurz auf. So. Dann sehe ich wenigstens am Anfang ein bisschen was, ein Upgrade-Stand. Standort, ein Standort entdeckt, neue Mission, nächtliche Lieferung. Kann ich die nur nachts liefern oder was? Okay. Hier ist das Upgrade. Hier sind zwei Missionen und irgendwelche Baracken. Da führt uns der Weg hin. Allerdings ist das nicht Richtung Umspannwerk. Hier ist ein Tankanhänger, das ist immer gut. Da komme ich überhaupt gar nicht hin. Hier führt ein Weg hin. Ja. Da muss ich mal sehen, wie ich das hier noch machen werde. Also ich werde hier definitiv irgendwie ein anderes Fahrzeug noch zum Aufklären herholen. So, bevor ich es jetzt wieder vergesse. Wir tanken hier mal nach. Den letzten Sprit, Wartungsset habe ich auch noch. Ja, dann nehme ich das auch noch mit. Den letzten Sprit, den ich habe. Das lasse ich mal.
Ja, und damit danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.